Du hast die Verantwortung für dein Leben, für deine Ergebnisse. Und es ist aber viel leichter zu sagen, der ist schuld oder ich kann das nicht, weil diese Ausreden, dieses Jammern, die meisten jammern ja, die meisten suchen ja Ausreden, die meisten sind verantwortungslos mit ihrem Denken, mit ihrem Sprechen, mit ihrem Körper, mit ihren Gefühlen, mit ihrer Familie, also mit allem. Das kannst du überall beobachten. Das heißt nicht, dass du zu viel Verantwortung oder zu wenig Verantwortung, du musst die richtige Verantwortung übernehmen. Und was ist die richtige Verantwortung? Die richtige Verantwortung, dass ich ist, dass ich schaue, wie denke ich? Bin ich positiv eingestellt? Rede ich positiv? Bin ich nett zu Menschen? Ist das verantwortungsvoll oder ist es verantwortungslos? Warum das Ganze? Warum soll ich das überhaupt machen? Warum soll ich Verantwortung übernehmen? Ganz einfach. Weil wenn ich Verantwortung übernehme für mein Denken, für mein Sprechen, für meinen Körper, für meine Beziehungen, für meine Familie, für das, was ich mache, und ich ständig dranbleibe, das ist gar nicht so einfach, ja, und das ist ja die Challenge im Leben, wenn mir das gelingt, dann vertraue ich mir selber. Und das ist die Lösung für Selbstvertrauen. Wie viele Leute kennst du, die sich selber nicht vertrauen und du deswegen bei denen nicht kaufst? Genau deswegen, weil sie verantwortungslos sind. Und weil du immer denkst, ah, kann ich dem vertrauen? Der ist ja mit sich selber nicht verantwortungsvoll. Das heißt, wenn ich mir selber vertraue, mir selber treu bin, was passiert? Dann bist du mir treu, dann vertraust du mir. Und so funktionieren Beziehungen.